Guck morgen Jungs und andere, die gerne einen Auspuff vom Nahen sehen wollen. Heute habe ich meine Gurke auf das Gaspedal von geklauten Importwagen gelegt, um zu schauen, wann ich endlich in die nächste Wand fahre. Dabei wurden ein paar Menschen sauer. Warum? Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil meine Gurke größer war als ihre. Also wie immer, nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like oder ein Abo dazulassen und kommentiert, ich verkehre mit Autos im Verkehr, um eure sexuelle Neigung auszudrücken. Ich nehme gerade am gleichen Tag auf, wie die letzte Aufnahme war. Deswegen werde ich zum Teil jetzt auch wieder einfach normal RP machen. Also nicht normal RP, sondern normal Trolling, so einfach normale. Guck mal, wie viel fucking 5M-Server es gibt. Das ist ja nicht mehr normal. Hilfe. The gay people are coming. Watch out. Scheiße. Wieso haben RP-Server immer solche Lieder drin, Digga? Ja, ja, ohnmächtig bluten. 20 Minuten. Das hat sich gereimt. Hilfe. Ja, da warten wir. Oh, leichte Beute. Oh, wissen Sie, wie lange ich hier schon liege? We do not care. Alles klar, interessant. Er hat das Falsche genutzt. Sir, warten Sie, ich will noch ein Danke sagen, ja? Ja, alles gut. Mit dem will ich nicht RP machen. Ich age-shame Kinder in RP. Entschuldigung, ja. Du, freies Auto, freier Geist. Entschuldigung, Sir, ich hätte eine Frage, ja? Wenn Sie die Psychiatrie suchen, dann. Wenn Sie einen Doktor suchen, Sie haben nämlich ganz schlimmen Halskrebs, wissen Sie? Ihre Stimme klingt, als hätten Sie Computerelemente integriert, wissen Sie? Ja. Haben Sie Ihre Medikamente endlich genommen? Ja. Ja, ja, schön die Pillen poppen, alles klar, ne? Viel Spaß, ne? Entschuldigung, Jungs. Ja, was ist los? Ich hätte eine Frage. Geht's dir gut? Entschuldigung, können Sie nicht außen rumfahren? Ey, yo, kannst du nicht überfahren, Mann? Was ist denn das da jetzt auf? Nimm mal dein Auto, fahr mal kurz weg. Ich will den jetzt einfach mal verfolgen. Let me go! I'm gonna report you! Whoa! Ich hab gehofft, dass er ausrastet. Dude! Let me go! Oh Scheiße, sind gestorben. Oh nein. Ich hätte noch eine Frage. So, ja. Das klingt wie Blubbern in der Stimme. Entschuldigung? Entschuldigung. Halt mal selber die Fresse, Digga. Was sagst du, wenn ich die Fresse soll, Digga? Bro, das war meine Musikbox. Achso, sorry. Ich wollte schon sagen, du rappst ganz schön gut dafür. Ich würde fragen, so, kennst du ein paar Menschen oder so? Oder nur den Bürgermeister. Hier ist richtig viel los auf einmal. Das ist voll geil. Früher waren die Leute angeln. Nein, damals noch Kakaofarm, Bruder. Nein, nein, angeln, Bruder, angeln. Ja, Bruder, ich war vor Anglerzeiten da. Weißt du noch? Weißt du, damals bei Bergen, diese Cannabis-Farm? Absolut, Digga. Ich war immer der Graskönig. Und damals, ich war MG13 King. Alles klar. Digga, es wird mir ein bisschen lame. Was der jetzt da gelabert hat, das tut mir so leid, aber Bro. Human Labs ist aufgelöst. Sollte wer weiter schießen, folgt ein Bann. Mein Bedürfnis, weiter zu schießen, hat sich dadurch ganz schön enorm in die Höhe geschossen lassen werden. Sollbruchstellen, Verursacher. Ich parke jetzt einfach hier. Muss ich auf der anderen Seite rüber? Okay, das muss ich jetzt schauen. Vielleicht ist hier der Eingang. Police, na wieder. Ey! Was ein scheiß PD? Mein Auto ist jetzt auch weg! Was für eine Scheiße! Da, Auto? Nein! Au. Widerlicher Fettsack. Ja, komm, Fetti. Kriegst du noch so kleine Fette? Krieg mal erstmal XY-Chromosom, bevor du mit mir redest. Ja, komm her. Komm her, hä? Okay, okay. Du kannst deine Scheiße woanders hin nuscheln, ne? Richtig, das Einzige, was du f***st, ist dein Friseur, wenn er dir jedes Mal die Haare schneiden muss. Das Einzige, was du f***st, der kuschelt dir, du. Halt dein Maul, du hast noch ein bisschen Haare um deinen Mund von deinem Arschloch von dem Dude hier. Guck mal, deine Haare, und du hast Perücke geträgt, ja? Das ist eine Perücke, du bist neidisch auf die Löwenmähne hier mit Tom und Jerry, Digga. Bist du eher Tom oder Jerry in der Beziehung? Dog. Digga, du hast Fritteusenfette, das ist Speichelersatz, Digga. Du Ü50, sag mal ruhig, du kleine. Du hast Pommes Fritz als Locke. Ey, komm mal runter von deinem Höhentrip hier. Das Eierflatter, ne? Mal schauen, wer Eierflattern geht hier. Eins Boxkampf, wenn du Mann bist. Dann draußen. Ja, okay, komm, lass uns gehen. Das ist die erste Pusse, die ich boxe. Eigentlich schlage ich keine Frauen. Wo hast du Angst, Digga? Ey, wo hab ich denn Angst, hä? Du bist dumm, du bist ein Blödmann. Wie kann man 1:1 denselben Drip haben wie sein Freund? Das nennt sich Kopie, oder? Zieh mal weiter eine Schlucht, okay? Zieh mal weiter eine Schlucht. So, das ist meine Atemmaske. Was haben sie gegen meine Atemmaske? Zieh weiter dran, du Alkoholiker, Digga. Was für Alkoholiker? Ich setz dich auf Flasche, komm mal raus. Warum bist du eigentlich so wütend? Weil deine Fotze. Oh, Digga, was ist denn heute los? Nein, nein, bestätigt das einfach nur die Theorie, dass du fett bist, hä? Nimm dir mal ein Beispiel an mir, Digga, guck mal. Ein Beispiel an dir zu nehmen, Stammgurte bei McDonalds zu werden, Diggi. Du bist Ü50, Digga, du rennst. Oha, oha. Komm noch mit, du f***. Läufst du weg, du f***.
Komm, Frankfurt, wenn du Mama bist. Ey, ey, türkischer Kung Fu Panda, halt mal die Fresse da, ja. Frankfurt, Digga, weißt du, das sind die Backrooms von Deutschland, da geh ich ganz sicher nicht hin. Komm mal nicht an, Bruder, du läufst geschlochen, Bruder. Lass mich, meine Atemmaske ist nötig, damit ich atmen kann. Soll nicht reingehen in die Scheiße. Ja, dein Freund geht in dich rein. Das siehst du Arschloch für Jerry? Den Arschloch deiner Mutter rasieren wir. Ja, habt ihr Erfahrung bei euch gegenseitig gemacht, ne? Ein bisschen Training, so dies, das. Ich gebe euch jeweils 50.000 und dann haltet ihr die Fresse, ja? Ja, gib mal her jetzt. Du wirst schon direkt zum Hund, Digga, du hast keinen eigenen Respekt. Gib mal her und du kannst doch. Ja, du kannst Jerry schon in die blasen hier. Lauf. Ey, fang erstmal selber zu laufen an hier. Warte, ich muss wieder hier rein. Angst, Bro. Scheiße, ihr wurde gerade beide schlafen gelegt. Kriegst du Schwanz vom Drachenlord? Du Diesler, Bro. Versuch mal erstmal ordentlich zu sprechen, du nuschelst die Hälfte. Fick dich, okay, du. Ja, ja, du hast noch ein bisschen Schwanzreste von deinem Freund abgekaut, denn zwischen den Zähnen, deswegen nuschelst du so viel. Ja, wie schmeckt Vorhaut? Ja, wie schmeckt Eichelkäse von deinem Freund hier, ja? Scheiße, wird deine Stimme immer so, sobald du Schwanz von deinem Freund bekommst oder von irgendwem? War schön mit dir, ich hatte meinen Spaß. Ich hatte. Oh, wow, was ist ein Twink daher? Bitte nutze Insider, die jeder versteht hier. Shut the fuck up, type shit, sorry. Yoshi, bist du ein Twink? Was hat er mit seinem Twink? Okay, ich will mal zu anderen Menschen. Deswegen, neuer Server, neues Club. Deutscher IP hat einen Bunk-Clear. Probieren wir es. Ich hätte gedacht, ich höre es nie wieder. Ich hätte gedacht, ich sehe es nie wieder. Doch Deutschland, Allmann RP, verfolgt mich, wohin ich auch nur gehe. Ich dachte, ich wäre immer gebannt auf deutscher RP. Ich war da ewig lang nicht. Digga, wo bin ich hier? Oh nein. What? Ich kann nicht mal irgendwas anrufen. Oh nein. Ja, aber Hauptsache GPS. Würfelpark, ja. Unendliches Geradeausrennen hat mir das alles ermöglicht. Ich glaube, ich komme darüber. Halt dich fest. Tja, jetzt bin ich auf dem Dach, ohne irgendwas erreicht zu haben. Dann gehe ich hier runter. Oh, scheiße. Ey, aber auf die Matratze, das sollte doch auch bequem sein, oder? Oh Gott, warum blinkt das alles jetzt schon rot? Blutig. Oh nein, er humpelt. Ist keiner drin. Entschuldigung, Officer, ich würde Sie gerne auf was... Oh, was gibt's denn hier? Ich würde Sie gerne auf was aufmerksam machen. Können Sie kurz kommen, das ist direkt hier. Sehen Sie dieses Polizeiauto? Ja. Ich demonstriere es Ihnen ganz kurz. Sehen Sie? Das ist nicht gut. Bitte mal aus... Theo, mach mir ein Bananenbrot. Schönen guten Tag. Guten Morgen. Entschuldigung, der Herr, Sie wissen schon, warum ich Sie angehalten habe, ja? Nein. Mein Name ist Detective Gurke und Sie haben schon gesehen, wie Sie gefahren sind, oder? Ganz normal. Ja, als hätten Sie Drogenintus. Als hätten Sie Godzilla geraucht. Ja. Einen Moment. Stehen bleiben jetzt. Oh nein, ich werde nicht... Scheiße! Digga, ich hatte einen Plan! Oh. Fuck! Pain. Hier ein Bild einer absolut normal großen Gurke. Oh wow, es hat sich absolut gar nichts verändert. Neues Bett! Ich wundere an, eventuell sieht alles ein bisschen anders aus. Ich habe eine neue Kamera, habe sie noch nicht eingestellt richtig und musste ich alles hier dunkel machen, damit man mich wenigstens so klar sieht. Okay, Deutschland, P18 Spieler, Junge. Oh nein, das gleiche Solan, scheiß drauf, Digga, das ist zu scheiße, Digga. Widerliche, ekelhafte Augen. Ey, ich bin in einer sicheren Zone beigetreten. Oh, ist ja lustig. Hat einer von euch Beamten mich eventuell entführt? Gerne. Haben sie einfach gesagt, ja, sie haben mich entführt, während ich nicht geschlafen habe. Ich habe verstanden, dass sie irgendwo hin wollten. Wie können sie das verstehen? Das ist irgendwie nicht ganz das Gleiche. Ja, egal. Alles klar, Gummimann, ne? Kann man sich eigentlich so dieses Auto hier nehmen? Nein. Oh, warum lügen sie mich an? Wird's nicht tun. Alles gut. Digga, du bist M-Dealer, nicht P-Dealer. Bleiben Sie mal stehen. Entschuldigung, sind Sie das MD oder PD? Sind das MD? Ja, dann bleiben Sie mal schön bei Ihrem Job und lassen Sie mich meinen machen, ja? Das ist aber ein MD-Auto. Nein, das stimmt aber nicht. Wo sind bitte die Sirenen? Wollen Sie mich irgendwie ein bisschen verarschen? Das ist aber trotzdem ein Auto des MDs. Aha. Das ist der Auto vom Chef. Ah, das Auto vom Chef. Ja, aber nicht... Außerdem haben Sie gerade das Auto geklaut. Ja, das ist mein Beruf, okay? Ich werde es weiterverkaufen. Aha. Ja, lassen Sie mich jetzt meinen Job machen und Sie bleiben bei Ihren, ja? Ja gut, aber das, was Sie machen, ist illegal. Ja, Sie Schnöpfe, ich hoffe, Sie wissen das. Das ist ja logisch, das ist Autoklaut. Ja gut, sie haben trotzdem gerade das Auto vor unseren Augen geklaut. Sir, ich gebe mir das nicht länger, ja? Es wird jetzt für 5 Euro auf eBay verstattet, ja? Nicht verfolgen. Sir, verfolgen ist illegal, ey! Bleiben Sie doch stehen einfach. Feuerwehrmann Sam, Digga, was bist denn du überhaupt für jemand? Gummimann. Hier bitte. Gummimann. Ey. Ah! What the fuck? Jungs, das ist nicht cool. Das ist mein Auto hier. Ah, Reif kaputt. Ah, nein, oh. Oh, scheiße. Da hast du dein Auto! Da haben sie ihr Auto ohne Reifen. Schwaddi lecker. Warum laufe ich plötzlich so behindert? Anscheinend habe ich einen Stock im Arsch. Nein. Hey. Nein, du bist
bist tot, dann hey, stehen hey, so, so, jetzt halt, alles gut. Bruder. Hey, warte, ich muss gerade mit meinem Bruder weiterfahren, hat er gesagt. Warte mal, du hörst mir jetzt mal kurz zu. So, ich sag dir nur mal eine Sache. Solltest du nochmal irgendwie wagen, ein Fahrzeug von mir zu klauen, dann verspreche ich dir, dass so wahr ich hier gerade stehe, dass ich dir so dermaßen die Fresse wegpuste mit einer Pumpgun, dass du nicht mehr weißt, wo und unten ist. Hast mich verstanden? Das ist der Vogel, der das MD führt. Du willst mich doch verarschen, oder? Ich bin nicht der Vogel, der das MD führt. Ich bin der Vogel, der dich ficken tut. Bist du paarungsbereit, okay? Was sind Sie für einer? Sie sind ja wirklich absolut bescheuert. Sie haben sich als Vogel beschrieben, du Vogel. Ich geb dir einen Tipp. Geh mal zur Brigada, klau mal da ein Fahrzeug. Glaub mir, dann wirst du nur noch ein paar Sekunden leben. Wer ist Brigada? Fangen Sie nicht an, Spanisch jetzt mit mir zu reden, ja? Gehen Sie doch weg. Dieser Fahrzeug ab. Sorry. Oh, aber das hätte Ärger gegeben, hättest du es genau, sag ich mal so. Ich nehme dich mit, steig mal ein, stell mal so schnell ein. Komm mal mit, bisschen Spaß haben. Kannst du alleine Spaß haben mit deiner rechten Hand wie ihr und je, du kleiner Hund, der. Ich hole mir jetzt eine schöne Behandlung. Zieh doch nicht so ein. Wo sich denn ein, daher? Steigen Sie mal aus. So, jetzt reden wir mal Tacheles hier. Ja, aber dann müssen wir hier raus aus der grünen Wiese, dann kommen wir mit. Nein, nein, nein. Kannst du dich nicht verbal verteidigen oder was? Du, glaub mir mal, wäre deine Mutter früher mit deinem Vater die 5 Minuten spazieren gegangen, dann wäre das sinnvoller gewesen. Und hätte deine dich aufgefangen, dann wärst du vielleicht ein bisschen normaler gewesen, du Stück Scheiße. Oh, glaub mir, ich bin normal. Ja, deswegen hast du auch so komische Wunden unterm Auge, Digga. Ganz, ganz dicker Macker. Hat vorhin aufs Maul bekommen und jetzt nochmal große Fresse machen, ne? Ja, du bist aber krank. Warum? Weil ich dein Auto geklaut habe. Kranker Gotteskomplex hier, dieser fahrende Herr. Okay, steig also. Steig mal ein, komm mal rein jetzt, du. Dann kannst du ruhig weiterfahren, du kannst dir woanders Freunde suchen. Komm mal rein jetzt, du Flöte. Scheiße, bist du einsam. Idiot. Glaub mir, ich hab mir dein Gesicht gemerkt. Ja, ja, ich hab mir deinen Job gemerkt. Du, glaub mir mal, ich habe heute Abend noch einen Termin mit deiner Mutter. Ja, nicht mal den Job als Vater würdest du annehmen, du Hartz IV beziehender Hund. Leider dreckiger. Parasitäre Nebenexistenz will ich nicht als Sohn haben. Glaub mir mal, da hätte ich mir schon längst die Kugel gegeben. Ja, ich wünsch, dass ich ein Parasit bin, aber wenigstens etwas mal in dir. Ich habe überhaupt kein Wort verstanden, weil viele Leute gerade auf mich eingeredet haben. Du bist seit 27 Minuten hier. Vielleicht solltest du erstmal die Regeln durchlesen, bevor du hier Scheiße machst. Ey, du kannst mal darin die Trolling und kannst du noch Zeug machen. Also keine Angst. Also werden wahrscheinlich auch noch andere sein, die Scheiße gebaut haben. Alles klar, alles klar. Raus. Dankeschön. Tschüssi. Ciao. Ach, der meint Trolling. Ich hab dir nicht zugehört. Ich dachte jetzt nicht, dass er mich da wirklich da reinkommt. Ey, was? Oder bin ich einfach nur taub gewesen, ey? Der hat so ganz komisch ausgesprochen. Irgendwas mit Trolling-Dimensionen. Jetzt bin ich hier scheiße drin. Kommst du ganz schnell raus. Mein Arsch. Oh, so ein Schwanni-Lecker, ey. Wenn euch das Ganze gefallen hat, nicht gerne vergessen, ein Like oder ein Abo dazulassen. Ja, ich bin eure Gurke. Und ich bin raus für heute. Hallo. Du bist einfach hart. Du bist so hart wie die fucking Jesus Blocks. Ja, ich weiß nicht, was ich heute wieder mach. Bitte schreib mir, ich geb dir Arsch. Henry, du bist einfach hart.